Ein Golfplatz irgendwo in Deutschland. An einem solchen Ort kommt es im Sommer 2011 zu einem Millionendeal, der hunderte deutsche Steuersünder ans Messer liefert. Und dieser Mann ist die Schlüsselfigur. Das Risiko, dass ich verhaftet würde, das war mir klar, dass mir das passieren kann. Es geht einem letztlich dann wie jedem anderen, der eine Straftat begeht. Man glaubt, dass man nicht erwischt wird. Der IT-Experte Lutz Otte ist damals ein kleines Licht bei der Schweizer Bank Julius Baer. In seiner Freizeit spielt er Golf mit Freunden, Bekannten und einem Menschen, den er glaubt zu kennen. Am Anfang wusste ich gar nicht, dass er bei der Steuerfahndung arbeitet. Wir kannten uns schon viele Jahre vorher. Der pensionierte Fahnder will eine sogenannte Steuer-CD, also Daten deutscher Steuerhinterzieher, die ihr Vermögen bei der Schweizer Bank lagern. Lutz Otte soll sein Informant sein. Ein kriminelles, aber durchaus reizvolles Angebot. Es geht immer darum zu sagen, ich liefere euch was, was kriege ich dafür? Weil eins ist klar, wenn man sowas macht, dann ist logisch definiert, dass die berufliche Karriere zu Ende ist. Für Lutz Otte kein ungefährliches Unterfangen, doch der Fahnder bringt Geld ins Spiel. Viel Geld. Genug, um den Deal durchzuziehen? Die um die Jahrtausendwende aufgetauchten Steuer-CDs sind der Grundstein in einer Reihe von Schlägen gegen die Steuerhinterziehung. Es kommt Bewegung ins Spiel zwischen Jägern und Gejagten. Heute verlaufen die illegalen Geldströme nicht mehr nur in die europäischen Steueroasen wie die Schweiz, sondern um die ganze Welt. Die Systeme werden komplexer, krimineller und es geht um immer mehr Geld. Dieser Film erzählt die Geschichte vom Aufstieg der geheimen Schweizer Schwarzgeldkonten bis zu den gewieften globalen Offshore-Konstruktionen heute. Dazu sprechen wir unter anderem mit einem deutschen Steuerberater in der Schweiz, einem Experten für Steueroasen, einem Insider aus der Politik und einer Gerichtsreporterin, die den Hoeneß-Prozess hautnah verfolgte. Im Fokus die Steuerhinterziehung der Reichen, der Mächtigen. Fälle, an die sich noch die ganze Republik erinnert. Die Tennislegende Boris Becker. Die Emma-Chefin Alice Schwarzer. Und der einstige Topmanager Klaus Zumwinkel. Sie alle haben versucht, bei der Steuer zu tricksen. Und ein Gefühl bleibt. Ist für die Reichen des Landes Steuerhinterziehung ein Kavaliersdelikt? Eine Selbstverständlichkeit? Weil man es halt so macht? Ist es die Gier? Und warum greift der Staat nicht härter durch? Wir sind bei einem Kegelverein im Süden Hamburgs. Die Steuerhinterziehung der Reichen sorgt hier für große Empörung. Und wenn wir das machen würden, wir würden sofort in den Knast gehen. Wir haben keine Lobby. Aber du für Steuern hast du gar nicht an den Tag. Das weißt du doch gar nicht. Und es geht um viel mehr. Das Verhältnis zu den Besserverdienern des Landes scheint angeknackst. Und auch das Vertrauen in die Politik ist momentan so dünn wie vielleicht nie zuvor. Die Steuerlöcher werden extrem ausgenutzt. Und zwar der Staat interessiert das nicht. Es ist nur so, dass wir auf unserer Ebene wenig Einfluss haben. Also eine gewisse Frustration ist dabei. Man ist enttäuscht und ich finde das nicht gut. Also so nach dem Motto, einige sind gleicher als gleich. Ob nun durch legale Steuerschlupflöcher oder kriminelle Hinterziehung. Ein Verdacht hält sich sicherlich nicht nur bei diesem Kegelverein hartnäckig. Für die da oben gelten andere Regeln. Glauben die reichen Steuerhinterzieher, über dem Gesetz zu stehen? Und dadurch nicht ihren Anteil an Steuern zahlen zu müssen? Fakt ist, Steuerhinterziehung ist eine Straftat. In besonders schweren Fällen kann eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren verhängt werden. Doch wer die Reißleine ziehen möchte, hat die Möglichkeit zur Selbstanzeige und kann so straffrei davonkommen. Bedingung ist aber insbesondere, dass zum Zeitpunkt der Selbstanzeige noch keine Ermittlungen eingeleitet worden sind.
Eine minderschwere Steuerhinterziehung, die nicht entdeckt wurde, verjährt nach 5 Jahren. Abschreckung genug? Für viele wohl nicht. Denn sonst gäbe es Vermittler wie Hans-Lothar Merten nicht. Der Buchautor ist Experte für grenzüberschreitende Steuertricks. Er hat ein Netzwerk, vor allem in der Schweiz. Merten war der Mittelsmann, der im Hintergrund die Deals einfädelte. Die Leute, die rübergingen, die hatten keine direkten Ansprechpartner. Und in der Richtung habe ich dann vielleicht ein bisschen Schützenhilfe gegeben. Man hat Termine in Zürich beispielsweise gemacht und die Mandanten hatten dann 4, 5 Termine an einem Tag. Die haben dann nicht mit Schmidtchen gesprochen, sondern mit Schmidt, also Bankvorständen. Und dafür nimmt Merten ein Honorar von den Kunden. Alles ganz legal. Nicht nur für ihn, sondern auch für die Schweizer Banken ist es ein Riesengeschäft. Doch wie ist das kleine Land zu solch einem Steuerhinterzieherparadies aufgestiegen? Die Anfänge liegen weit zurück. Bereits in den 30er Jahren begann die Schweiz ein Prinzip zu etablieren, das fast 100 Jahre erfolgreich funktionieren sollte. In der Schweiz galt das Bankgeheimnis. Das heißt, die Banken waren gesetzlich verpflichtet, keine kundenbezogenen Informationen preiszugeben. Es entstanden Nummernkonten. Im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Konto wird bei einem Nummernkonto der Name des Inhabers durch eine Nummer ersetzt. Name und Konto werden somit entkoppelt. Damit lässt sich für Außenstehende nicht mehr nachvollziehen, zu welcher Person dieses Konto gehört. Den Schlüssel hat nur noch die Bank. Ihr muss die Identität des Kontoinhabers bekannt sein. Ein 1A-Service für Steuersünder jeglicher Art. Mit die ersten, die die Schweiz zu schätzen lernten. Die amerikanische Mafia. Der berüchtigten Unterweltgröße Al Capone konnte nie ein Mord nachgewiesen werden. Doch 1931 kriegen die Behörden ihn wegen Steuerhinterziehung dran. 11 Jahre Knast. Die Ganoven wichen fortan über die Schweiz aus, um weiteren Verurteilungen zu entgehen. Und das Schweizer Gesetz zog auch die Raubmillionen der Nazis an. Allen voran Adolf Hitler. Seine eigene Steuerbefreiung unterschrieb er 1935. Etwa 1 Milliarde Reichsmark soll der Diktator angeblich in die Schweiz transferiert haben. Umgerechnet entspräche das heute etwa 4 Milliarden Euro. Nach Kriegsende deponierten kolumbianische Drogenhändler, afrikanische Diktatoren und auch deutsche Steuersünder ihr Geld im Alpenstaat. Hans-Lothar Merten ist schon lange dabei, kann sich noch an den Aufstieg der Schweiz erinnern. Besonders lukrativ die 80er. Zu der Zeit war das gang und gäbe. Schwarzgeld war noch nicht so thematisiert. Steueroase für jedermann, das heißt für ganz normal Sterbliche. Es gab keine Begrenzung von den Einlagen her. Und im Schwerpunkt waren das kleine Unternehmer, Metzgermeister, Bäckermeister, die dann freitags dahin fuhren und ihr Geld abgaben. Kaum zu glauben, aber in den 90ern wurde wirklich kofferweise Bargeld über die Grenze zu den Bankhäusern gebracht. Erst auf eigene Faust, später auch durch Kuriere. Doch das Angebot der Banken richtet sich immer mehr an die Besserverdiener, die Reichen. Mit denen ist viel Geld zu machen. Und Merten rührt die Werbetrommel. Ich habe sehr viel mit Banken zusammengearbeitet und in dem Zusammenhang haben wir eine Roadshow durch Deutschland gemacht, 25 Städte. Und ich war so als Einpeitscher da, 20 Minuten Steueroasen, Thematik, Karibik und so. Und das endete dann damit, dass man sagte, aber ihr braucht nicht in die Karibik. Die Bank hat was viel Besseres vielleicht. Die Möglichkeiten grenzenlos. Und die Kunden glauben, ihr Geheimnis sei bei Schweizer Banken sicher. Ihr unversteuertes Vermögen gut aufgehoben. In dem Glauben wiegen sich auch die Kunden der Schweizer Bank Julius Bär. Doch die haben ihre Rechnung ohne den Whistleblower Lutz Otte gemacht. Laut Otte gibt es im Jahr 2011 Sicherheitslücken im System der Bank.
Der Zugriff auf die Daten deutscher Steuersünder, für ihn ein Kinderspiel. Zum damaligen Zeitpunkt war das einfach ein Riesenloch, was da klaffte. Während der Arbeitszeit durchforstet der IT-Experte heimlich das System, fühlt sich unbeobachtet. Man sucht deutsche Adressen, man sucht deutsche Namen. Was mich dann doch sehr überrascht hat, ist, dass das Finanzamt sich für Leute, die 100.000 oder weniger Euro auf einer Schweizer Bank haben, überhaupt nicht interessiert. Das ist denen zu wenig und zu mühsam, um diesem Geld hinterher zu jagen. Seine Ausbeute 2.800 Adressen, Gesamtvolumen 2,5 Milliarden Euro. Der Transport der Daten war natürlich, ich sag mal, letzten Endes im Ergebnis vielleicht von meiner Faulheit getragen, dass ich sie per E-Mail verschickt habe. Zu Hause zieht er die Namen deutscher Steuerhinterzieher sofort auf eine Speicherkarte und schickt sie per Post an den Kontaktmann. Ottes Daten werden auf Treffer geprüft. Lohnt sich der Kauf für die Behörde? Die Lieferung besteht den Test. Es geht los. Lutz Otte setzt sich in sein Auto, fährt über die Grenze, Richtung Berlin. In einem Hotel nicht unweit der Messe trifft er sich mit seinem Kontaktmann. Dann kam mal eine Tasche mit und die Tasche ist dann halt, hat dann halt den Besitzer gewechselt. Insgesamt waren es 1,1 Millionen und der Fahnder hat natürlich seinen Anteil auch bekommen, logischerweise. Von dem er natürlich behauptet, dass er nie existiert hat. Aber das ist so, wenn zwei Menschen sich alleine treffen, dann hat entweder der eine oder der andere recht. Otte hat das Geld, doch ist vorsichtig, will es nicht mit in die Schweiz nehmen. Falls er auffliegt und verhaftet wird, könne die Polizei das Geld finden und konfiszieren. Das Risiko will er nicht eingehen. Auf der Rückfahrt deponiert er die Ausbeute irgendwo vor der Schweizer Grenze. Wo, will er nicht verraten. Am nächsten Tag geht Otte wieder zur Arbeit. Mit einem Unterschied. Er ist jetzt Millionär. Doch nicht nur für Otte ist die Steuer-CD, die in diesem Fall nur eine Speicherkarte war, ein gutes Geschäft. Auch für die deutschen Behörden lohnt sich der Kauf. Allein das Land Nordrhein-Westfalen kaufte bislang 11 CDs für rund 19,4 Millionen Euro. Laut Finanzverwaltung des Landes NRW stiegen seit dem Frühjahr 2010 die Zahl der Selbstanzeigen mit Bezug zur Schweiz auf fast 24.000. Bundesweit gesamt auf satte 120.000. Und das zahlt sich aus. Geschätzte Mehreinnahmen für den Fiskus 7 Milliarden Euro. Mit der ersten gekauften Steuer-CD 2007 entfacht in Deutschland eine heiße Debatte. Sind geklaute Daten als Beweismittel zulässig? Vor allem, wenn dies die einzig wirksame Waffe gegen Schwarzgeldkonten zu sein scheint? Sogar die Bundeskanzlerin schaltet sich in die Diskussion ein. Steuerhinterziehung ist alles andere als ein Kavaliersdelikt. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, nach rechtlicher Prüfung im Übrigen auch durch den Finanzminister, durch das Landesfinanzministerium in Nordrhein-Westfalen, dass wir diesen Kauf befürworten. Nordrhein-Westfalen, Vorreiter im Kampf gegen Steuerhinterziehung mit Steuer-CDs. Ohne die Steuer-CDs wären niemals die Kunden freiwillig auf den Gedanken gekommen, steuerehrlich zu werden. Timo Dörfer, Staatsanwalt in Bochum, hat schon mehrere CD-Auswertungen begleitet. Nur durch die Insider-Informationen hat die Staatsanwaltschaft Zugang zu Strukturen, die ihr sonst verborgen blieben. Irgendwann kommt der Anruf, es gibt eine neue CD, die angekauft worden ist. Die kriegen wir auch übergeben und die wird dann hier auch bei uns in Bochum im Tresor eingeschlossen. Oft habe ich so das Gefühl, wenn ich eben mediale Berichte über diese Steuer-CDs lese, dass da oft der Eindruck erweckt wird, auf diesen CDs ist im Prinzip alles drauf, was man braucht, um am Ende auch irgendeinen Beschuldigten, einen Steuerhinterzieher überführen zu können und auch sofort anklagen zu können. Dem ist natürlich überhaupt nicht so. Was folgt, ist die monatelange Auswertung der Daten. Meist sind das die Kontostände und Namen der mutmaßlichen Steuerhinterzieher. Mit Glück sind auch noch die Anschriften auf der CD.
In präziser Kleinstarbeit werden die Daten von der Steuer-CD mit den Kontoinformationen und Steuerabgaben der Verdächtigen abgeglichen und entschlüsselt. Da läuft es oft Hochtouren und da geht es ja auch darum, dann wirklich schnell eben das Material auszuwerten und dann eben auch so aufzubereiten, dass sie damit die Ermittlungen beginnen können. Ab jetzt ist es ein Spiel auf Zeit. Sobald die ersten Gerüchte umgehen, dass eine neue CD im Umlauf ist, die ersten Razzien laufen, warnt die Bank die Kunden. Die kriegen Panik und haben Angst aufzufliegen. Viele kommen dann zu ihm, Peter Lütgen. Wir treffen den deutschen Steuerberater, der vor Jahrzehnten in die Schweiz ausgewandert ist, am Zürichsee. Lütgen ist für die deutschen Steuersünder der Retter in der Not, hilft bei der Selbstanzeige. Mit den Steuer-CDs ist halt Fahndungsdruck aufgetreten. Es haben sich natürlich Klienten gefragt, ist es möglich, dass ich auf einer solchen CD stehe? Und sollte ich das Unternehmen jetzt besser nicht abblasen? Finanzämter sind ja Blackboxes. Wir wissen von außen nicht, was da geht. Wir wissen nicht, was die Steuerfahndung morgen tut. Es ist also schon Zeitdruck da. Außerdem muss die Selbstanzeige komplett fehlerfrei sein. Sonst ist sie ungültig. Wir haben ja nur noch eine Kugel im Lauf. Das heißt, es muss beim ersten und einzigen Schuss sitzen. Im Durchschnitt geht es um gebunkerte Vermögen von rund 3 Millionen Euro. Lütgen unterteilt seine Mandanten in drei Gruppen. Die erste brachte ihr Vermögen während des Zweiten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit über die Grenze, zur Vermögenssicherung in unsicheren Zeiten. Die zweite Gruppe sind die Erben dieser Konten. Allerdings brechen manche mit dieser Familientradition. Und da sehe ich schon sehr deutlich, dass viele schon in der ersten Nachkommensgeneration sagen, wir wollen Steuerhinterziehung nicht fortsetzen. Und die dritte Gruppe, das sind die echten harten Steuerhinterzieher. Viele Klienten sitzen beim Erstgespräch in der Bank doch mit schlotternden Knien da und denken, jetzt bin ich mein Vermögen los. Das ist nicht so. Denn die durchschnittliche Nachzahlung für Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag und Nachzahlungszinsen beläuft sich auf nur 11% des geparkten Vermögens. Das heißt, bei 3 Millionen Euro sind nur gut 330.000 Euro fällig. Mit der Selbstanzeige kommen die betuchten Steuerhinterzieher glimpflich davon. Klingt nicht wirklich abschreckend und vor allem ungerecht. Ich finde den Wunsch der Deutschen, dass alles gerecht sein sollte, etwas wunderlich. Das Leben ist für mein Empfinden sowieso nicht gerecht. Und wenn die Steuern nachgezahlt werden, ist der angerichtete Schaden damit ja auch wieder beseitigt. So einfach ist es für Lütgen. Doch man darf nicht vergessen, für ihn ist die Selbstanzeige ein Geschäft. Warum scheint es so, als ob die Reichen und Mächtigen sich einfach aus der Affäre ziehen können? Und warum greift die Politik nicht durch? Die Antwort auf diese Frage suchen wir in Berlin. Über den Dächern des Regierungsviertels, im Hintergrund der Bundestag. Mitten in diesem Politdschungel ist der Sitz der deutschen Steuergewerkschaft. Thomas Eigenthaler, selbst seit über 40 Jahren Finanzbeamter, ist der Vorsitzende. Es galt ja als schick, Schwarzgeld in der Schweiz zu bunkern. Man hat sogar auf Partys und bei Festen damit angegeben. Man hat sich übertrumpft, man hat den deutschen Fiskus ausgelacht. Ein Staat muss ernst genommen werden. Es ist das Jahr 2011. Eine wilde Debatte hält Berlin in Atem. Es kommt Bewegung in die Beziehung zwischen Deutschland und der Schweiz. Der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble will Steuergelder zurückholen. Es wird ein Abkommen entwickelt, bei dem deutsches Vermögen auf Schweizer Konten pauschal nachbesteuert werden soll. Und damit seien alle Altlasten getilgt. Wir sind zufrieden mit diesem Abkommen und Deutschland kann auch zufrieden sein, denke ich. Und damit sind wir beide gleichermaßen zufrieden. Ergebnis? Die Schweizer Banken hoffen, Geschäft und Bankgeheimnis gesichert zu haben. Ein Beben geht durch Berlin. Wir waren alle entsetzt, wie ein Bundesfinanzministerium überhaupt auf die Idee kommen kann, einen roten Teppich für Steuerhinterzieher auszurollen. Es wäre ein billiger Steuersatz gewesen, alles hätte anonym stattgefunden und es wäre weitergegangen. Und vor allem war eine strafrechtliche Amnestie damit verbunden.
Die deutschen Finanzämter hätten, was diese Steuerkriminalitätsfälle anlangt, die Akten schließen müssen und hätten von dannen gehen müssen. Das war das Ziel der Lobbyisten. Die Lobby der Reichen, der Besserverdiener, maßgeblich beteiligt am Abkommen? Auch die Opposition bringt sich in Stellung. Hier werden millionenfache Steuerhinterziehung nachträglich legitimiert und dem werden wir nicht zustimmen. Das kann nicht sein, das ist nicht gerecht, das kann ich auch dem normalen Steuerzahler nicht erklären. Ein Machtkampf ist entfacht. Und in letzter Minute scheitert das Abkommen im Bundesrat. Für Wolfgang Schäuble ein Desaster. Wir haben jetzt eine Lösung gefunden, die vor zwei Jahren niemand für denkbar gehalten hätte mit der Schweiz. Und jetzt wird es aus kleinlicher parteipolitischer Polemik blockiert. Der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft sieht hier ein Muster. Ein gewisses Wohlwollen für Steuerhinterziehung konnte ich über Jahrzehnte beobachten. Ich glaube, das ist seit Tausenden von Jahren so, dass vermögende Leute eine gewisse Macht haben. Im Klartext heißt das, die Reichen haben hinter den Kulissen Druck ausgeübt, damit die Gesetze ungefährlich bleiben. Wir reisen ins Saarland. Hier sitzt Oskar Lafontaine für die Linke im Landtag. Bekannt für seine harte Linie gegen Steuerhinterziehung und die Privilegien der Reichen. Am bekanntesten war dann die Schlagzeile der Sun, ich sei der gefährlichste Mann Europas. Es war eben empörend, dass da jemand auf die Idee kam, die Reichen müssten Steuern zahlen. Wir gehen zurück in die 70er. Oskar Lafontaine, einst ein Mitglied der SPD, sogar Kanzlerkandidat gegen Helmut Kohl kurz nach dem Mauerfall. Eine harte Niederlage. Doch dann folgt mit Gerhard Schröder und Rudolf Scharping der Aufstieg zum Dreigestirn der SPD-Führung. Oktober 1998, der Wahlsieg Schröders zum Kanzler. Und Lafontaine wird Finanzminister. Auf seiner Agenda damals, den Reichen in den Steuerparadiesen das Handwerk legen. Es gab eben zunächst einmal die Idee, die weltweit auch gut geheißen wurde, Steueroasen trocken zu legen, so hieß das damals. Und alle haben gesagt, ja, ja, wunderbar. Aber sobald es konkret wurde, hat man gemerkt, dass das eben zwei Seiten waren. Auf der einen Seite das öffentliche Bekenntnis und auf der anderen Seite eben dann, was in Wirklichkeit geschah, wenn die Türen zu waren. Also es war keine Bereitschaft. In den wenigen Monaten, in denen ich Finanzminister war, konnte ich keine Bereitschaft erkennen, wirklich etwas gegen Steuerhinterziehung zu tun. Der März 1999. Nach nur 6 Monaten als Finanzminister tritt Lafontaine zurück. Die Medien überschlagen sich. Ein internes Zerwürfnis über den Regierungskurs Schröders soll der Grund gewesen sein. Dann folgt der überraschende Wechsel zur Linken. Lafontaine ist der einzige ehemalige Finanzminister, der uns ein Interview geben will. In der Folge nimmt er sich immer wieder die Vermögenden vor. Hier mit Uli Hoeneß in einer Talkshow. Das ist alles populistisches Gelabere, wenn man mit den höheren, die Reichen immer noch, noch höher besteuern wird. Der FC Bayern-Präsident hier noch vor dem wohl größten Skandal seiner Karriere. Ich saß neben ihm, das war sehr beeindruckend, da hat er erklärt, dass er ein treuer Steuerzahler ist. Würde ich ihn noch mal treffen, dann würde ich ihn gerne daran erinnern. Anfang 2013. Es wird eng für den FC Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß. Er hat im großen Stil an der Börse spekuliert, gezockt und die Gewinne auf einem Konto in der Schweiz gebunkert. Diese jedoch nicht beim Finanzamt angemeldet. Seine Bank warnt ihn, dass Journalisten unangenehme Fragen stellen würden. Hoeneß stürzt sich in eine Selbstanzeige. Doch diese ist fehlerhaft und somit nicht gültig. Im Frühjahr 2014 kommt es zum Prozess. Vor dem Gericht waren die FC Bayern-Fans und waren empört darüber, was man dem guten Uli hier antut. Und man muss doch mal berücksichtigen, was der geleistet hat für den Verein und für den Fußball und für München und für Bayern und überhaupt. Und was er für ein guter Kerl ist und dass das doch eine Schweinerei ist und dass doch alle Steuern hinterziehen. Und jeder von uns würde auch Steuern hinterziehen, wenn er es könnte. Die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen ist bei allen 4 Verhandlungstagen in München dabei. Beobachtet Hoeneß genauestens. Wie geht so einer mit dieser Anklage um? Ich kann mich noch gut erinnern, wie er da in den Gerichtssaal kam. Einem versteinerten, wie gefrorenen Gesicht. In einer Rolle, die ihm so überhaupt nicht passte, aber durch die er jetzt durch musste.
Der Prozess sorgt für Schlagzeilen. Es ist nicht klar, um wie viel Geld es geht. Erst sind es 3,5 Millionen Euro, dann wird die Summe größer und größer. Ich vergesse nie das Bild, als Herr Feigen, also der Verteidiger, sich immer kleiner und immer kleiner machte, neben seinem Mandanten und dann irgendwas so vor sich hin murmelte, dass man jetzt bei 27 Millionen sei. Wir trauten alle unseren Augen und Ohren nicht. Was hat er gesagt? Wie viel ist das jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Die Quittung, 3,5 Jahre Knast. Wir sind wieder beim Kegelclub und fragen nach, ist die Strafe fair oder kommen die Höhnisse dieser Welt zu einfach davon? Wenn ich das gemacht hätte, würde ich heute noch sitzen. Umso reicher, umso weniger werden sie bestraft. Und nur die Kleinen, die ziehen sie über den Tisch. Ich mochte ihn vorher nicht und jetzt mag ich ihn erst recht nicht. Weil ich finde, er hat abgehoben. Er ist von sich zu sehr eingenommen. Ich kann es und ich mache es und ich habe es gemacht. Okay, Pech gehabt, mich haben sie erwischt. Aber ich gehe davon aus, er würde es wieder machen, wenn er es könnte. Viele Bayern-Fans nahmen Hoeneß den Prozess nicht ganz so übel wie unser Kegelverein. Von den 3,5 Jahren muss Uli Hoeneß nur die Hälfte absitzen, Hafterleichterungen inklusive. Und er spuckt große Töne. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe Kapitalerträge im Ausland nicht deklariert und habe sie versucht über eine Selbstanzeige, oder ich habe eine Selbstanzeige über 3 Spezialisten anfertigen lassen, wie viele, viele zigtausend in Deutschland. Die einzige Selbstanzeige, die mir bekannt ist, die so in aller Öffentlichkeit diskutiert wurde, war meine. Viele hätten sich in dieser Situation etwas mehr Demut gewünscht. Dass er dann eben sich da ein bisschen erhöht oder sich selbst noch einen Heiligenschein aufsetzt und sagt, er war ja der Einzige, der Selbstanzeige gemacht hat und trotzdem in den Knast kam. Hoeneß wäre nicht Hoeneß, wenn er nicht die Schuld auch irgendwo bei anderen sucht. Ja, ist auch schwierig, immer nur selbst schuld zu sein. Der Grenzort Konstanz, am Horizont die Schweiz, Zürich, die Banken mit den Nummernkonten. Dort, wo auch Uli Hoeneß seine Gewinne gebunkert hatte. Für den Ökonomen Friedrich Schneider haben Personen wie Hoeneß eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, eine Vorbildfunktion. Wenn die Bestrafung dann doch relativ milde ausfällt, wie im Fall Hoeneß, darf man sich nicht wundern, dass der kleine Handwerker sagt, warum soll ich alles versteuern, wenn ich sehe, wie es denjenigen geht, die sehr viel hinterziehen. Und dann steigt die Versuchung selber auch, ein bisschen mehr schwarz zu arbeiten. Ja, das ist ja auch die Steuerrebellion oder Steuerhinterziehung des kleinen Mannes. Schneider errechnete, dass die Durchschnittsbürger durch Schwarzarbeit und Mehrwertsteuerbetrug bis zu 55 Milliarden Euro pro Jahr an der Steuer vorbeischleusen. Denn wer im Ausland das Auto volltankt, geschmuggelte Zigaretten raucht oder auch Schwarzarbeiter anheuert, entzieht dem Staat Steuern. Hinzu kommen natürlich die Tricksereien bei der Einkommensteuer. Oft geht es um kleine Beträge, aber in der Summe sind die Normalverdiener Steuersünder Nummer 1. Der Normalverdiener, okay, was kann der Steuern hinterziehen? Da hat man Finanzamt seine Angaben nicht richtig gemacht. Kilometerpauschale oder irgendwie handwerkliche Nachweise oder so. Aber die großen Sachen sind doch die Autofirmen, die großen Konzerne. Das sind doch die Millionen, Milliarden Beträge, die uns fehlen. Laut Schneider sei die deutsche Steuermoral im internationalen Vergleich gut. Aber Fälle wie Hoeneß und Co. sowie Steuerverschwendung drücken die Quote. Doch das allein kann keine Entschuldigung sein. Denn Steuerhinterziehung, auch im Kleinen, ist strafbar. Wir bezahlen korrekt unsere Steuern. Da kann man froh sein, wenn man ein bisschen was wiederbekommt. Niemand zahlt gerne Steuern. Ich zahle auch nicht gerne Steuern. Aber mein Verstand sagt mir eben, Steuern müssen gezahlt werden. Sonst haben wir keine Straßen, Schulen oder Krankenhäuser. Und selbstverständlich gibt es immer wieder auch den Versuch kleiner Leute, Steuern zu umgehen. Aber das ist ja ein Ablenker-Thema. Natürlich muss man darauf achten, dass auch die kleinen Leute ordentlich Steuern zahlen. Nur sollte das Thema nicht vorgeschoben werden, damit die wirklich
großen Fische sich verstecken können. Und auf die hat es auch Friedrich Schneider abgesehen. Er ist sich sicher, dass man den Kampf gegen Steuerhinterziehung nur mit Härte gewinnen kann. Allein auf die Steuerehrlichkeit will er nicht setzen. Ich habe mit meinem deutschen Kollegen Lars Feld mal eine Studie gemacht. Und da haben wir festgestellt, dass also gut bezahlte Manager, die Steuer hinterzogen haben, die finanzielle Strafe nicht so fürchten. Aber nur ein halbes Jahr oder 3 Monate Gefängnis, sie auf gar keinen Fall wollten. Ja, ihrem Rotary Club, ihren Bekannten sogar, ich mache jetzt mal 3 Monate Zwangsurlaub, das ist weniger lustig. Ja? Also das ist das Public Shame Argument. Also hier wäre eine nachträgliche Veröffentlichung rechtskräftig Verurteilter durchaus ein Argument. Sie dann in der Zeitung lesen, alle von euch, sag mal, na, du hast doch das, hätte ich nie von dir gedacht und wie kannst du nur und so, das wirkt. Doch das System zur Aufdeckung der Steuerskandale stützt sich nach wie vor auf gute Steuerbeamte. Fahnder. Und Whistleblower. Wir kehren zurück zu Lutz Otte. Der Mann, der den deutschen Behörden eine Steuer-CD mit Kundendaten verkauft und das Schweizer Bankgeheimnis gebrochen hat. Und dafür vom deutschen Staat 1 Million Euro kassierte. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Die Bank hat im Grunde Anfragen von Kunden bekommen, wo auf einmal Steuerfahnder vor der Tür stehen. Und das passiert sicherlich immer wieder mal. Aber wenn dann natürlich relativ massiv auf einmal 10, 20 Kunden anrufen und sagen, hey, was ist denn bei euch los? Die kommen ja alle. Dann wird man natürlich aufmerksam als Bank. Es sind nur 2 Monate seit der Datenlieferung vergangen. Die Bank sucht den Verräter und stolpert über Ottes E-Mail-Account. Wenn man sitzplatzmäßig neu koordiniert wird in so einem Großraumbüro, auf einmal sitzen 3 Leute neben einem und so, da kommt man dann schon mal ins Grübeln und denkt, naja, okay, komisch, warum machen die? Aber andererseits wurden natürlich permanent Leute irgendwie umorganisiert. Denkt man sich, naja gut, dann sind halt mal die, mal die, mal die dran. Der IT-Experte steht unter Beobachtung. Er fühlt sich sicher, geht jeden Tag zur Arbeit. Doch wie aus heiterem Himmel an einem ganz normalen Arbeitstag schlagen die Ermittler zu. Also ich wurde in so ein Chefbüro mit einem Vorwand eigentlich reingeholt, um irgendwas zu besprechen. Und da tauchten dann 6 Polizisten auf und ein Staatsanwalt und was weiß ich. Und das ging dann blitzschnell. Und dann sind die zu mir nach Hause mit. Da hat dann auch meine Frau von dem Thema erfahren in diesem Moment. Die war schockiert, logischerweise. Laut Otte durchsuchen die Fahnder das ganze Haus, finden aber nichts. Bis er selbst das Versteck der Speicherkarte verrät. Es folgt die Anklage, Verletzung des Bankgeheimnisses, Wirtschaftsspionage und Geldwäsche. Otte wandert für 18 Monate in den Knast. Am Tag seiner Haftentlassung verlässt er sofort die Schweiz, ist nie wieder zurückgekehrt. Für ihn war es ein Deal, nicht mehr und nicht weniger. Ich habe vom Schlechten der anderen profitiert, das ist wahr. Und der Staat hat am meisten profitiert. Ist der nun auf der schlechten Seite? Zurück in der Schweiz. Der Steuerberater Peter Lüttgen sieht den Diebstahl der Daten kritischer. Die Entwendung von Daten ist nach Schweizer Recht ja ganz kleine Straftat. Und es gibt ja auch Strafverfahren in diesem Zusammenhang. Und das wird in der Schweiz auch verfolgt. Und das verstehe ich wiederum auch aus schweizerischer Sicht. Im Übrigen halte ich eben diese Form von Zwietrachtsäen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch nicht für die optimale Vorgehensweise. Dass die Situation überhaupt entsteht, liegt ja nur daran, dass es Leute gibt, die ihre Steuern nicht bezahlen wollen und Banken, die ihnen dabei helfen, ihre Steuern nicht zu bezahlen. Und insofern liegt der Punkt des Gewissensbisses weit vor mir. Sonst hätte es mich gar nicht gegeben. Auf die Frage, ob er den Deal noch einmal eingehen würde, antwortet Otte, vermutlich ja. Er würde sich dieses Mal nur schlauer anstellen.
Doch die Steuer-CDs waren nur der Anfang. Denn auch auf politischer Ebene bewegt sich endlich was. Die Whistleblower waren damals eine Art Katalysator. Sie haben katalysierend gewirkt, dass dieses Deutsch-Schweizer Steuerabkommen nicht zustande kam. Und sie haben letztlich auch dafür gesorgt, dass wir ab 2017 schon die ersten Länder den internationalen Finanzkontenaustausch haben. Und wenn das mal funktioniert, dann muss man keine Daten mehr ankaufen. Es ist der Herbst 2014. Im Zuge der Finanzkrise einigen sich die OECD-Staaten auf ein Abkommen. Die Staatskassen sind leer, es fehlen Steuereinnahmen. Das Abkommen wird als Meilenstein im Kampf gegen die Schwarzgeldkonten gefeiert. Steuerhinterziehung wird sich damit nicht mehr lohnen. Wir rücken gerade, was viele Menschen in den letzten Jahren zunehmend empört hat. Es ist eben nicht richtig, dass die allermeisten automatisch die Steuern vom Lohn und Gehalt abgezogen bekommen, während andere ihr Einkommen vor der Steuer im Ausland verstecken können. Ein deutliches Zeichen der Politik. Doch was verspricht das Abkommen im Einzelnen? Im September 2017 tauschen die ersten 50 Unterzeichner erstmals umfassend, dauerhaft und automatisch Daten über ausländisches Vermögen auf inländischen Banken aus. Quasi wie eine große internationale Steuer-CD. Im Kampf gegen die grenzüberschreitende Steuerflucht haben sich mittlerweile über 100 Staaten und Territorien zu dem automatischen Informationsaustausch verpflichtet. Auch die Schweiz ist dabei. Als wir hörten, dass über 100 Staaten sich auf diesen neuen Weg der Transparenz begeben, habe ich von einem steuerpolitischen Mauerfall gesprochen. Das war eine radikale Umkehr zur jahrzehntelangen Abschottung. Für Eigenthaler markiert das Abkommen einen Wendepunkt in der internationalen Verfolgung von Steuersündern. Ist das Ende der Steuerhinterziehung somit besiegelt? Das betrifft Privatpersonen. Nicht inkludiert sind Gesellschaften. Das heißt, wenn ich eine Offshore-Gesellschaft irgendwo habe, fällt die aus dem Raster aus. Also, was haben die Leute gemacht? Sie haben verstärkt Offshore-Gesellschaften gegründet. Auch mit Hilfe der Banken, der Auslandsbanken. Der wohl bekannteste Akteur? Die aufgeflogene panamaische Kanzlei Mossack Fonseca. Ein Offshore-Dienstleister mit Büros in Metropolen wie Zürich, London und Hongkong. Für gerade mal 1.000 Dollar konnte man eine Scheinfirma in einer Steueroase kaufen, den Briefkasten, um hier unversteuertes Geld zu verstecken. Zum Beispiel auf den britischen Jungferninseln, den Bahamas, Malta, im US-Bundesstaat Nevada oder auch einfach in Panama. Oft hielten die Vermittler, das sind Banken, Anwälte, Vermögensberater, die Namen der Käufer geheim oder setzten gar Strohmänner ein. Eine Scheindirektion, die die Transaktionen einleitet und sich das sehr gut bezahlen lässt. April 2016, der Auftakt der Enthüllungen. Die Panama Papers erschüttern die einst so traumhaft anonyme Offshore-Welt. Zu den bekanntesten aufgeflogenen Kunden gehört die Fußballlegende Lionel Messi. Er hinterzog mehrere Millionen offshore. Wie viel genau, dazu gibt es unterschiedliche Angaben. Und auch Cristiano Ronaldo stolperte über den Football League. Er bunkerte Millionenbeträge in der Karibik und kam mit einer Zahlung von 18,8 Millionen Euro davon. Das Offshore-Business zeigt: Die Tricks zur Steuervermeidung werden immer ausgeklügelter. Die Zirkel, die sich das leisten können, kleiner, elitärer. Eine Parallelwelt, außerhalb des öffentlichen Radars, unterhalb der Oberfläche. Die Linie zwischen der illegalen Hinterziehung und der legalen Steuervermeidung, dem Ausnutzen von Steuerschlupflöchern, wird hier besonders dünn. Na, die Versuchung ist groß, wenn man weiß, es erfährt ja niemand, wer dahinter steht. Und das will man jetzt auch seitens der EU, OECD, will man das ändern, indem man Register in diesen Steueroasen hochzieht. Ja, gut, aber dann setze ich auf so eine Gesellschaft eine andere obendrauf. Und sobald dann 2, 3 Steueroasen im Spiel sind, ist es fast unmöglich, dahinter zu steigen, wer der tatsächliche Eigentümer ist. Und das kostet.
Laut Merten lohnt es sich gar nicht, unter 5 Millionen Euro offshore zu gehen. Ein Kavaliersdelikt ist das dann sicher nicht mehr. Steuerhinterziehung ist Diebstahl am Volk und Betrug des Mitmenschen. Punkt. Düsseldorf am Rhein. Hier leben mit die meisten Einkommensmillionäre Deutschlands und der Vermögensforscher Thomas Drüyen. Er kennt die Zirkel da oben. Also, warum hinterziehen die, die eh schon mehr haben, auch noch Steuern? Die Mentalität, einen Vorteil zu erlangen, ist in unserer gesamten Gesellschaft vorhanden. Und alle tun es auch. Es gibt eine Grauzone, wo der Mensch emotional für sich selbst entscheidet, das ist ja gar nicht so schlimm. Ja. Und sich damit legitimiert. Wenn ich Hunderttausende hinterziehe, ist dieser Satz, es ist ja nicht mehr so schlimm, absurd. Die Grundmotivation ist also bei allen gleich. Doch es gibt einen wichtigen Unterschied. Je höher die Möglichkeit, das heißt, je mehr Millionen oder dreistellige Millionenbeträge oder Milliarden zur Verfügung stehen, umso mehr gibt es einen Markt, der auf legale Weise dabei hilft, steueroptimiert zu agieren. Wenn es da auch zu Steuerhinterziehungen kommt, kann ich mir vorstellen, dass das als Kollateralschaden angenommen wird. Und die Tricks für die mit dem nötigen Kleingeld sind vor allem eins, ziemlich originell. Wem der Offshore-Weg zu kompliziert ist, verlegt einfach seinen Erstwohnsitz in ein Steuerparadies wie Monaco. Der Clou? Sie müssen nur auf dem Papier in den Oasen wohnen, also lediglich dort gemeldet sein und können anstatt der deutschen Steuer die dortigen Niedrigsätze zahlen. In Monaco sind das Peanuts. Man darf sich nur nicht erwischen lassen. März 2015. Das Topmodel Nadja Auermann hatte angegeben, für 3 Jahre in Monaco gelebt zu haben und nicht in ihrer Villa in Berlin-Köpenick. Doch das Gericht sah das anders und verurteilte sie schließlich zu einer Geldstrafe von knapp 50.000 Euro. Nadja Auermann wollte uns kein Interview geben. Boris Becker meldete sich nicht. Alice Schwarzer und das Team von Uli Hoeneß sagten direkt ab. Genau wie manch andere. Wer will sich unangenehme Fragen stellen? Dass die unangenehm werden, ist ja vollkommen klar, weil sie berühren Bereiche, die durchaus auch bei allen anderen zur Intimität zählen. Aber natürlich gibt es auch die, wie die Sportangler, gibt es auch die Sporthinterzieher. Ja. Leute, die wirklich Spaß daran haben. Und bei denen gibt es überhaupt keine Scham. Das ist klar. Aber für die wird es immer enger. Aufgekaufte Steuer-CDs und internationale Abkommen haben die Steuerhinterzieher aufgeschreckt. In die Enge getrieben. Doch ist die Gier größer als die Angst, erwischt zu werden? Ich glaube schon, dass es in der Natur des Menschen liegt, dass er versucht, seine Vorteile zu sichern. Und die Banken und Wirtschaftskanzleien, die gutes Geld mit den Steuerhinterziehern verdienen, sind voller Kreativität, um weiterhin Wege zu finden, das Geld zu verstecken. Es gibt eine ganze Industrie, die sich solche Konstruktionen ausdenkt und die sind in der Regel immer 1-2 Schritte vor den Finanzbehörden. Es ist ja eine Hydra mit 12 Köpfen. Sie schlagen einen Kopf ab und dann wachsen die anderen 11 weiter. Wie viel dem Staat jährlich durch die Lappen geht, Millionen, Milliarden, bleibt im Dunkeln. Auch das Bundesfinanzministerium konnte hierzu auf Nachfrage keine Angaben machen. Doch eins wird klar. Steuerhinterziehung ist ein Geschäft. Und wer das Geld hat, für den wird es immer Wege geben, die Steuern zu umgehen.